Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, weiter geht es mit den Bzadi. Wir schauen auf den Planeten Nektar der Hoffnung unserer neuen Leute, der Belmakusa, dieses Schwarmbewusstseins, was wir hier im Norden gefunden haben. Ich werde jetzt mal ganz am Anfang eine kleine Runde Diplomatie machen und das Spiel noch nicht weiterlaufen lassen, einfach damit wir uns hier mal einen ordentlichen Überblick verschaffen. Zum einen nochmal schauen, ob hier irgendjemand noch andere Systeme kennt, andere Reiche kennt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, soweit ich das weiß. 1, 2, wir gucken aber jetzt einmal bei allen nach. Hier ist auch nichts weiteres. Die Prigikiti, bei denen wäre es merkwürdig. Und hier unten schauen wir auch nochmal. Die Julau kennen auch niemanden mehr sonst außer uns und diese andere Truppe. Bei denen sieht es genauso aus und bei denen leider auch nicht. Gucken wir noch einmal bei den Komatani. Auch wenn die uns das eh nicht geben würden. Auch die kennen keine anderen Reiche. Gut, okay. Soweit wissen wir das schon mal. Dann habe ich gesehen, dass wir bei den Prigikiti bisher die Grenzen selbst noch nicht geschlossen haben. Ich denke, das werden wir mal tun. Auch wenn, also die Beziehungen können schlechter gar nicht mehr sein. Wir sind bei minus 2000. Also, das ist wirklich das Schlimmste, was irgendwie gehen kann. Die diplomatische Haltung dieses Reiches ist Säuberung. Also, das ist wirklich, also es ist schlimmer, kann es nicht werden. Also, wir werden auch hier die Grenzen schließen. Auch wenn sie das wahrscheinlich noch schlimmer empfinden. Aber wie gesagt, schlimmer kann es ja nicht sein. Es gab einen Hinweis von euch. Nein, wir sind militärisch nicht überlegen. Es gab die Überlegung, einen ersten Schlag hier auszuführen in irgendeiner Form. Wir sind, also laut dem hier ist ihre Flottenstärke überlegen. Momentan dürfte das allerdings noch vor allen Dingen den Grund haben, dass sie hier einfach diese Station, die wir gerade leider nicht einsehen können. Wir müssten da ein Forschungsschiff nochmal hinschicken in die Gegend. Oder vielleicht auch unsere Flotte. Die kommt jetzt ja eh zurück gerade nach Bzad. Dann schicken wir die hier mal nach Norden. Und dann überlege ich, ob wir zumindest, sag ich gleich, also die Flotte hat momentan noch keine Sensoren des neuen Typs eingebaut. Ansonsten könnten wir hier in Hian mit Sicherheit schon sehen, was da abgeht. Aber also die Flotte selbst wird nicht stärker sein als unsere, aber durch diese Station hier, die irgendwie 4000 Kraft hat, sieht das ein bisschen anders aus, leider. Also Erstschlag wäre, wenn dann möglich, gegen die Flotte, aber nicht gegen die Station, so wie ich das sehe. So, dann ziehen wir auch nach einem Vorschlag von euch mal unseren Diplomaten aus dem Trakposhian Council ab. Ich will mal ganz kurz hier auf die Kontakte gehen. Ich habe hier die Primitiven und die anderen mal ausgeschaltet. Gefallene Reiche haben wir noch nicht. So, und hier mal organisiert nach den Beziehungen. Also mit dem Trakposhian Council sind wir wirklich sehr, sehr gut schon dabei. Plus 143, wir haben einen Nicht-Angriffspakt, wir haben einen Wirtschaftspakt, ein Forschungsabkommen, ein Migrationsabkommen und wir verbessern derzeit eben noch unsere Beziehungen. Das können wir mal sein lassen und die Beziehungen verbessern, entweder mit den Julau tatsächlich. Das war der Vorschlag von euch. Ich gucke jetzt nochmal auf die Aetir und die Havoli Star Nation. Aetir ist plus 2, die Havoli minus 52. Da möchte ich gerne nochmal gucken, woran das liegt. Neuer Kontakt ist eine Oligarchie. Wir mögen nicht, dass die ein oligarchisches System haben. Nee, dann machen wir das erstmal mit den Julau tatsächlich und schicken denen unseren Diplomaten, der momentan beim Trakposhian Council ist. Genau, dann wird das Herzliche vielleicht noch ein bisschen besser und ich hoffe, dann kommen wir auch dazu, dass wir selbst wenn sie entdecken, dass wir sie ausspionieren, dass wir dann keine Negativpunkte oder zumindest die auffangen können. Die Technologiestufe bei denen ist unterlegen, also
Nach wie vor, das wäre, glaube ich, eine sehr gute Idee, Trackpostian Council und diese Föderation hier mit uns zusammenzulegen und dann Prikiki und Kormatani hier auszuschalten. So, wir erforschen, die Genkliniken momentan, die sind bald fertig, das ist schon mal super. Hier erforschen wir gerade das Studium, machen wir das Studium der Wolken und der Disruptor ist in Forschung. Ich lasse schon mal langsam weiterlaufen. Es gab die Überlegung, möglichst zügig Roboter zu erforschen. Auch das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Das ist völlig richtig, denn wir haben Probleme, weil wir zu langsam wachsen. Unsere Bevölkerung wächst sehr langsam und damit macht es Sinn, wenn wir Roboter bauen können, dass wir dann die Roboter in die Minen schicken und wir selbst die besseren Aufgaben übernehmen. Jetzt haben wir aber eine Erkundung abgeschlossen, und zwar die Erkundung nach bewohnbaren Welten. Ah ja, okay, wir haben irgendwo noch eine weitere bewohnbare Welt hier erkundet. Das war ein Spezialprojekt hier. Durch unsere Erkundungen nach bewohnbaren Welten haben unsere Biologen eine riesige Datenmenge über Alien-Lebensformen gesammelt. Viele unserer älteren Theorien über die Entstehung des Lebens haben sich als falsch erwiesen. Unsere wissenschaftliche Gemeinschaft sah sich gezwungen, komplett neue Modelle zu erstellen. Unsere interessantesten Funde werden im neu eröffneten Museum für Exobiologie auf Habsaat ausgestellt. Die Öffentlichkeit ist begeistert und hat viel Geld gespendet, um bei zukünftigen Suchen nach merkwürdigen Lebensformen zu helfen. Ganz hervorragend, wir kriegen 500 Energiecredits und 500 Sozialforschung. Haben wir jetzt tatsächlich hier ein Museum bekommen? Ich glaube nicht. Da wird es wahrscheinlich stehen. Okay, wir haben das Soyuz-System erforscht. Wir machen einfach hier die Runde weiter. Fliegen hier schön die Runde bis nach Norden. So, unsere Flotte ist auf dem Weg. Momentan in Brilisier. Oh, Spionage-Update. Bsardisch Technology, das ist irgendwie ein Fehler offensichtlich in der Mod hier, weil es sagt uns, die Delegation, die wir zu den Bsard geschickt haben, bringt uns neue Forschung. Das ist natürlich Schwachsinn. Das ist die Delegation, die in Yulau ist. Sie bemerken nach wie vor nichts. Wir haben entweder sehr viel Physik oder Sozial oder und so weiter. Sehr gut. Und wir haben neue Aliens getroffen. Im Ferragon-System. Ah, hier. Alles klar. Unterhalb der Kormatani. Da sind wir jetzt mal gespannt. Hier ist jetzt eine Gruppe gekommen. Was macht denn das Schiff da im Ferragon-System? Das macht gar nichts. Warum macht es denn gar nichts? Dann fliegt doch mal gleich weiter runter. Hier scheint eine weitere Alienform zu sein. Die Chi-Aliens. Die schauen wir uns mal an. Moment. Das sind die hier. Naja. Okay, sind wir gespannt. Müssen wir erforschen. Wir haben im Sutma-System hier im... direkt nördlich von uns. Sehr gut. Das können wir auch gut erforschen. Eine Anomalie gefunden. Obwohl Sutma 3a hier in dem Ring völlig verlassen scheint und wir kein Leben ausmachen konnten, haben unsere Scanner ein verschlüsseltes Signal erfasst, das von der Oberfläche ausgeht. Gerne erforschen. 47 Tage. Unser Meister Blog Stelioid kann das relativ schnell und zügig erledigen. So, und ich wollte gucken, also zum einen, wir machen ja jetzt gerade, wir erforschen die Wolken hier. Das dauert noch 8 Monate. Wenn wir den Disruptor fertig haben, das wird dann noch deutlich länger brauchen. Ah, Moment. Jetzt haben wir erstmal die Forschung fertig. Dann würde ich auf jeden Fall eine zweite Korvette erstellen. Dann mal schauen, ob wir da diese Dinger reinbauen. Wir können das auch ja jetzt hier schon machen. Die Kosten sind ein bisschen höher. Ich mache das mal. Ich baue mal hier die neuen Sensoren ein, damit wir dann hier aus Entfernung auch mit Kriegsschiffen was erkennen können. Und dann werden wir die in Bsard hier umbauen. Wie viel kostet das? 79. Naja, gut. Schauen wir mal. Wir haben die Genkliniken erforscht. Das ist sehr gut. Medizinarbeiter machen aus Konsumgüter, Dienstleistungen und Wachstumsgeschwindigkeit für die Bewohner. Das ist auf jeden Fall super.
So, das Verwaltungslimit erhöhen ist natürlich auch nicht schlecht. Das können wir entweder durch die effektive Bürokratie oder hier durch die koloniale Bürokratie. Und dann können wir auch Verwaltungsanlagen bauen, was die bisherigen Verwaltungsdinger verbessert. Außerdem haben wir interstellare Flottentraditionen, die uns die Flottenakademie und das Logistikbüro ermöglichen oder die Sozialforschung erhöhen oder als seltene Technologie die Chemowanne. Das ist ein Lebensstandard, den wir einstellen könnten, bei dem ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, was der nochmal genau macht. Irgendwie, ich glaube, der ist extrem gut für unsere Leute, aber nicht ganz ungefährlich. Irgendwie sowas ist das. Tja, gute Frage. Verwaltungslimit erhöhen ist bestimmt auch nicht schlecht. Die Flottenakademie, Starterfahrung für die Schiffe und mehr Flottenkapazität kann uns natürlich jetzt im Krieg auf jeden Fall auch helfen. Und die Sozialforschung sollte man sowieso erhöhen. Wo liegen wir denn da bei 45? Ach, jetzt wird es schwierig, finde ich, hier zu entscheiden. Ich gehe mal aufs Verwaltungslimit und die verbesserten Verwaltungsanlagen. Das kann für uns, glaube ich, nur gut sein. Da hätten wir Baldun Blatikan, der das besser kann. Dann nehmen wir den auch und holen den ran. Wo ist der momentan? Auf der August Craig. Die ist hier. Dann kommt da unser anderer Forscher jetzt drauf. Restok Noschek. Okay. Gut. Wir bauen hier, wir haben hier zwei Schiffe gebaut. Genau, die können wir mal als erstes mal gleich verbessern für das bisschen, was wir da haben. Das ging schnell. Wie viele Bevölkerung? 5, 4, 42 hier. Wir haben hier den nächsten Bsaat ausgegraben. Und wir haben schon keine Wohnungen. Okay, da müssen wir jetzt gleich. Das mache ich mal als erstes, glaube ich. Einfach ein Stadtdistrikt, denke ich mal. Das ist 500. Können wir uns erlauben, sollten wir dringend machen, bevor die Leute ohne Wohnung dastehen. So, verlorene Liebesmüh. Das ist hier. Nachdem das Signal entschlüsselt war, stellte Blok Steloid mit Erstaunen fest, dass es in einer archaischen Form einer der Hauptsprachen der Bsadi ausgestrahlt wurde, Englisch. Die Verwendung der archetypischen Meistererzählung und der unfassbar kraftvollen poetischen Sprache lässt darauf schließen, dass das Signal eines der verlorenen Werke von Glim Steloid rezitiert, einem berühmten Dramatiker der Psadi, der vor etwa 600 Jahren lebte. Es scheint, dass die Übertragungsvorrichtung, ein einfaches Sendegerät, das durch einen kleinen Unterstand geschützt ist, das einzige nicht natürliche Gebilde auf der Oberfläche ist. Es gibt keinen Hinweis darauf, wer es dort hinterlassen hat oder warum. Doch wenn man von der Abnutzung ausgeht, muss es schon kurz nach der ersten Niederschrift des Stückes gewesen sein, lange bevor die Psadi das Geheimnis der Raumfahrt entdeckten. Wir können nur vermuten, dass es von anderen Besuchern auf Habsaat hinterlassen wurde, die das Stück genossen und beschlossen hatten, unserer Spezies auf diese seltsame und unerwartete Weise Tribut zu zollen. Ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Psadi, oder das sind wunderbare Neuigkeiten, verbreitet die Aufnahme im ganzen Land. 370 Einigkeit oder der Modifikator bekräftigte Überlegenheit, monatliche Einigkeit plus 15%, Zufriedenheit plus 10%. Monatliche Einigkeit momentan 30 plus 15% haben wir dann 33 ungefähr. Wenn ich jetzt mal rechne, 33 mal 60, oh Gott. Ja, genau. Dann sind wir bei 1800 irgendwas in der Richtung. Richtig? Nee, 3. Moment, 33 muss ich ja nicht 3 mal 60, muss ich rechnen. Dann sind wir bei 180 irgendwie sowas in der Richtung. Dann ist das fast besser. Denn die Zufriedenheit brauchen wir nicht. Natürlich könnte die Einigkeit noch steigen im Laufe der Zeit, aber ich glaube, insgesamt kriegen wir jetzt gerade mehr daraus, wenn wir die 370 einfach nehmen. Dann wären wir hier fertig und müssten schauen, in welche diplomatische Gegend wir gehen. Zufriedenheit plus 10%, da schaue ich auch nochmal, ob uns das was bringt. Momentane Zufriedenheit, Stabilität, Moment, aktuelle Bevölkerung. Prozent Zufriedenheitsbewertung.
Was haben wir hier? 67% Zufriedenheit und auf Ocrom 76% Zufriedenheit. Na komm, nehmen wir die, die zusätzliche bekräftigte Überlegenheit. Ein Bonus mit Prozenten ist meistens, also zumindest längerfristig, immer irgendwie ganz gut. So. Die Stratumflotte ist verbessert worden. Jetzt schauen wir auf das Mathrop-System. Auf Mathrop C2. Scheint in irgendeiner Art von einer gräulichen Substanz bedeckt zu sein. Sie besitzt seltsame Eigenschaften und besteht aus unterschiedlichen metallischen Zusammensetzungen. Gerne erforschen. Das ist, kann nur gut sein. So. Auf Hundur sind die Stationen gebaut worden. Jetzt müssten wir uns hier entscheiden, wie lange brauchst du denn noch? Du hast immer noch 6 Befehle. Dieses System Asmor ist wirklich ein sehr volles Ding. So, aus Sau wird gebaut. Ich denke, dass wir hier uns erstmal weiter, obwohl, nee, das kann der machen. Der kann jetzt hier die einzelnen, diese beiden und dann auch dahin sich vergrößern. Und wir schicken den nach Norden, bevor wir hier oben in Probleme kommen. Und da werden wir auch erstmal die Bergbaustationen da bauen. Wir wollen natürlich uns weiter erweitern. Wir haben auch genug Einfluss, um das zu tun. Aber ich glaube, wir haben auch trotzdem ein bisschen Zeit, um wenigstens alles, was wir erweitern, dann auch ordentlich auszunutzen. So, die Anomalie haben wir gerade gesehen. Und das Rutma-System ist fertig erkundet. Dann fliegen wir nach Olderaan. Die Forschungsschiffe der Prikiki brauchen da gar nicht viel forschen. Das ist alles unsers. Okay. Gerade ist es mal kurz ruhig. Das kann man doch fast genießen. So, die Flotte ist in Bsaad angekommen. Das würde uns nochmal 79 für diese für die Sensoren kosten. Was ich eigentlich machen möchte, aber ich glaube, das geht, da müsste ich gucken. Ich möchte eigentlich nur ein einziges Schiff mit diesem Sensor ausstatten. Wenn ich das jetzt wieder zurücksetze, ist dann eigentlich die Möglichkeit, das zu... Ah ja, dann können wir es auch nicht mehr machen. Wir schicken die jetzt mal, die Truppe, ohne sie neu auszurüsten, hier nach in die Brune-Singularität. Schauen außerdem, hier dürfte der Sternhafen auch bald fertig sein. Genau, dann schauen wir mal, was wir sehen, wie momentan der Stand ist hier bei den Prikiti. Okay, dann machen wir es mal eine Runde schneller. Und da haben wir grauen Schleim. Das ist dieser bedeckte Planet, diese karge Welt hier. Nach eingehender Analyse hat Offizier Flint Aidenset herausgefunden, dass die seltsame metallische Substanz, die die Oberfläche von Mathrop C2 bedeckt, tatsächlich aus Milliarden von Naniten besteht. Diese Naniten sind mikroskopisch klein, reproduzieren sich selbst und wurden vielleicht von einer früheren Zivilisation für einen unbekannten Zweck hergestellt. Das Volumen und die Dichte dieses Nanitenschlamms ist bemerkenswert und fügt dem darunterliegenden Planeten mehrere Milliarden Tonnen Masse hinzu. Es scheint, als seien diese winzigen Selbstreplikatoren irgendwann in einen Zustand außer Kontrolle geratener Reproduktion gefallen und haben dadurch den Planeten und alles darauf verschlungen. Durch die Untersuchung der Naniten konnte unsere Crew einige aufregende neue Erkenntnisse gewinnen, die uns zweifellos in unserer eigenen Forschung helfen werden. Montagemuster als neue Technologie, die wir sogar schon erforscht haben. Baugeschwindigkeit planetar um 25% erhöht. Nicht schlecht für einen Fund auf einem entfernten Planeten. So, das Mathrop System ist jetzt komplett... Oh, okay, Moment. Hier haben wir die Amöben. So, das System ist erkundet worden. Dann fliegen wir mal hier runter. Und hier muss unser Schiff... Oh, guckt euch mal Olderaan an. Das sind auch eine große Menge an Planeten. Und hier haben wir die Amöben, die uns leider feindlich gesinnt sind, was ich gar nicht verstehe.
Die Wolken erforschen wir schon. Wir sollten vielleicht diese Weltraumamöben mal erforschen, damit wir uns besser mit denen verstehen. Aber wir können sie natürlich auch bekämpfen. Okay, wenn der jetzt zurück muss. Naja, wir lassen ihn erstmal zurückfliehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Die werden auch nicht sofort angreifen, glaube ich zumindest. System Survey complete. Dann schicken wir unser Schiff noch einmal nach Xarmaton und schauen mal, ob wir das da gut schaffen. Matrop System hatte, genau, das haben wir schon gemacht. Und auf Heathram sind wir auch fertig. Denn da brauchen wir gar nicht viel machen, da hier diese andere Zivilisation noch ist. Ah ja, okay. Schickes Design, auf jeden Fall, diese Raumstationen. Ich hoffe, dass die irgendwie cool sind, die hier unten unter die Komatani sind. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Ich fliege jetzt mal weiter südlich, da ich davon ausgehe, dass hier alles von denen besetzt ist. Und wir müssen uns entscheiden, entweder offene Märkte, damit der Handel innerhalb unserer Grenzen wirklich floriert, muss die Einmischung der Regierung in unsere internen Märkte auf ein Minimum beschränkt werden. Handelswert des Reiches um 10% erhöht. Schauen wir mal ganz kurz, was ist denn der Handelswert? Derzeit haben wir 18,73 an Handel. Ist nicht so fett, ne? Oder Föderation und verfügbare Gesandte um einen erhöht. Das ist, glaube ich, jetzt erstmal das, was wir machen wollen. Um den Handel kümmern wir uns hinterher. Also, Föderation nehmen wir. Und die Optionen dafür, die muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Also, ich gucke mal einmal bei den Yulau zum Beispiel. Wir können mit denen auch einen Wirtschaftspakt schließen. Wir können auch um Assoziationsstatus in ihrer Föderation bitten. Okay. Moment, Pause. So, also, Beitritt zur Föderation, klar, das wollen wir jetzt gerade nicht. Ich gucke mal ganz kurz, wie die Optionen hier beim Trackpotion Council sind, ob wir da theoretisch schon sagen können, wir wollen eine Föderation gründen. Ja, das erfordert allerdings ausgezeichnete Beziehungen. Oder einen Gesandten, der zur Verbesserung der Beziehung entsandt wurde. Okay, wir können also, wenn wir da wieder einen hinschicken, was wir theoretisch jetzt machen könnten, könnten wir mit diesen freundlichen Menschen eine Föderation gründen. Was uns natürlich eben hier oben in den Konflikt ein bisschen mit reinzieht, weil sie rivalisiert sind mit den Quenti Star, die hier oben sind, zu denen wir auch eine Grenze haben. Alles klar, aber das ist doch erstmal gut. Frage bleibt, wollen wir uns dieser Föderation anschließen oder unsere eigene gründen? Wahrscheinlich wollen wir unsere eigene gründen, weil es einfach spannender ist. So, wir haben einen neuen Kontakt hergestellt. Wir haben hier das System erkundet. Wir haben eine Anomalie gefunden. Fangen wir damit an. Im ILEX-System, in der oberen Atmosphäre dieses Gasriesen, wurde kurzzeitig das Sensorprofil eines mittelgroßen Schiffes entdeckt. Das ist gut. Wo ist denn das? Hier. Ja, ist wieder zu weit weg. Alles klar. Dann entschlüsseln wir erstmal die Weltraumwolken. Erstmal unsere Situationsforschung hier. Die Weltraumwolken sind die Verwalter des Kosmos. Nachdem die psardischen Astronomen wussten, wonach sie suchen mussten, fanden sie überall Spuren der Weltraumwolken. Sie wurden zu Beginn der Schöpfung erschaffen und wurden Zeuge, wie Sterne zu leuchten begannen und junge Planeten sich bildeten. Nun treiben sie als quasi bewusste Zusammenballungen unbelebter Materie aus den Anfangsstunden der Zeit zwischen sterbenden Sternen und zerbrechenden Welten umher. Sie sind eine kontinuierliche Erinnerung daran, dass wir nur kleine Teile eines großen Ganzen sind. Sie werden uns nicht im Weg stehen, die eine Möglichkeit, um mehr Schaden an ihnen anzurichten, oder faszinierend, der Modifikator Raumschleife mit den folgenden Effekten wird hinzugefügt, Physikforschung von Jobs plus 10%. Das machen wir mal. Ich schaue mal, wie viel Einfluss das hat. 60 haben wir momentan bei der Physikforschung. Ich hoffe,
Da werden wir wahrscheinlich nicht sofort was sehen, aber vielleicht in der nächsten Runde. Reicht das schon? Im nächsten Monat wahrscheinlich. Und wir haben einen neuen Kontakt hier unterhalb der Komatani. Und keinen kleinen auf jeden Fall. Ah, sogar doppelt gemoppelt hier. Okay. Die Sinto, das Sinto-Moroi-Kollektiv. Noch ein Schwarmbewusstsein. Oh nein, ey, wirklich, hier ist was los. Wir sind die Sintomore Collective und sprechen mit einer Stimme. Das Schwarmbewusstsein hat von eurer Gegenwart Kenntnis genommen. Das kennen wir, diesen Satz. Mögen eure Geister euch zu euren Zielen geleiten, liebe Freunde, wenn sie nicht gegen uns gestellt sind, natürlich. Okay, drei Planeten, drei Stationen. Wir schauen uns nochmal an, wer das ist. Ein Gestaltbewusstsein. Geteilte Aufmerksamkeit haben sie, damit ein Verwaltungslimit plus 10 und ein Verstand. Alle eure Anführer haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, negative Eigenschaften zu erlangen und monatliche Einigkeit plus 15. Sie kennen ein nicht identifiziertes Reich. Wir sind die Ersten, die sie sonst kennengelernt haben. Interessant, die Komatani scheinen sie auch noch nicht zu kennen. Momentan sind wir hier neutral. Ja, das Schwarmbewusstsein ist natürlich nichts, was wir mögen. Sie sind flottenstärkemäßig überlegen, technologisch unterlegen und so weiter und so fort. Na gut. Ich frage mal direkt nach diesem anderen System. Ich möchte Ihnen allerdings nicht unsere ganzen Kommunikationen geben. Insofern würde ich sagen, was haben wir denn gerade gut? Legierungen auf gar keinen Fall, Konsumgüter oder Mineralien. Ich gucke mal, was sie mit einer einmaligen Zahlung an Mineralien, wo sie da zufrieden wären. Mit 100 sind sie schon zufrieden. Sie sind sogar mit 90 zufrieden. 94, um noch einen kleinen positiven Effekt zu haben. Ich gucke mal, wo das... Ups, das wollte ich gar nicht. So wollte ich... Mit 64, 65 sind sie auch zufrieden. 70% Wahrscheinlichkeit. Probieren wir es mal so. Und schicken denen diesen Vorschlag. Haben sie das jetzt abgelegt? Okay, das fanden sie nicht gut. Kann ich das nochmal machen oder finden Sie das jetzt ganz doof? Jetzt schauen wir mal, ob Sie das machen, wenn wir das, wenn wir sagen, okay, ich habe es verstanden. Ihr kriegt eure... Eure 94. Wie sieht's damit aus, liebe Freunde? Ja, das scheint funktioniert zu haben. Alles klar. Die Antwort ist gekommen. Sie haben gesagt, alles klar, so machen wir das. Sie kriegen 94 Mineralien und wir haben einen neuen Kontakt, die Ikarsuri Trade Union. Das ist eine Handelsliga, friedfertiger Händler, egalitär und fanatisch xenophil. Sie kommen mit Grüßen von Vorsitzendem Klandrax, dem unumstrittenen Herrscher von Ikazar oder Global Trade Union. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten heraus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Ja, ja, ich bin da auch ganz freundlich mit euch. Und im Saatsystem haben wir sogar die entdeckt. Die sitzen hier unten drunter. Okay, das Ganze wird etwas voller und wir schauen uns die und alles andere, was wir hier unten jetzt gesehen haben, beim nächsten Mal genauer an. Interessant. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.